Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Rabbit. Ein kleines Rätsel haben wir in der letzten Folge gelöst und den Igelbrüdern ihr Werkzeug gebracht, sodass das Boot nun angekommen sein müsste. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen und sprechen mit dem Spitzweg. Großartig, das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei, Ruder? Ruder. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Aufgeschrieben hat er sich was? Spitzweg nimmt Jerry in sein Boot mit, doch vorher braucht er noch seine Hilfe. Also, wir müssen da noch was finden. Achso, wir müssen erstmal wieder zurück in die Stadtmitte. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt noch alles? Wir haben jetzt noch so viel Zeug hier. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich gehe jetzt nochmal. Weil jetzt weiß ich echt wieder nicht, was wir machen sollen. Wir müssen noch so viel Zeug hier finden. Ein paar Ruder und dann. Aber wir haben doch diesen Löffel. Geht der Löffel nicht vielleicht? Egal, jetzt gehe ich erstmal weiter. Ist hier noch was? Wanderweg Richtung Mauswald. Hier flutes Gebiet. Habe ich den Blausaftautomat eigentlich schon ausprobiert? Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Okay. Dann bauen wir jetzt. Wir könnten ja mal. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Ja, ja. Hat er gehört. So. Das letzte Blausaftfässchen. Und ein kleiner Werbeaufkleber. So, das gucken wir uns erstmal nochmal schnell an. Das letzte Fass Blausaft. Damit bin ich besser sparsam. Na, viel ist das nicht. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Okay. Jetzt gehen wir mal dahin. Das haben wir doch auch schon alles. Aber ich probiere jetzt einfach mal, ihm vielleicht das, was ich ihm gesagt habe, den Löffel zu geben als Ruder. Vielleicht klappt das ja. Gute Idee.
so. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. So. Können wir... Das ist ja ein idealer Anker. Wir hatten schon alles. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Hier habe ich noch was gefunden. So, und wie kriegen wir diesen blöden Wels da jetzt weg? Wir bewerfen den mit dem. Das bringt nichts. Dann mit dem Stock ein... Ein Stock bringt hier nichts. Dann weiß ich auch nicht. Gehen wir nochmal zurück zur Stadtmitte. Ich weiß nicht. Weg durchs Gras. Ich weiß schon wieder nicht, wo es lang geht. Das ist schon wieder super. Gruppe von Tierstatuen. Hier kommen wir aber doch nicht weiter lang, oder? Hier waren nur die Felder. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir können ja nur hier lang. Den Wegweiser, der Stiefel, Werbung, das Posthorn, die Blume, Stein mit Markierung, das Fahrrad. Da komme ich nicht dran. Du kommst nicht an die Beeren? Da komme ich nicht. Ja, geh doch erstmal hin. Da komme ich. Wieso kommst du nicht an die Beeren? Dann nimm hier deinen Stock. Ein Stock? Wieso kommst du denn nicht an die Beeren? Haben wir hier schon alles gemacht? Ein Schild. Privatgelände im Besitz der Waldzwerge. Das haben wir. Ufer. Das Poster, den Bach. Das haben wir doch auch alles schon. Dann gehen wir nochmal hier nach oben. Großer Baumstumpf, Loch. Habe ich das schon gemacht? Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Das hatten wir tatsächlich auch schon. Können wir den irgendwie losmachen hier? Ein Stopp bringt. Dann halt. Dann halt mit dem Nagel. Nein. Wir haben doch schon alles gemacht. Wieso ist denn hier? Der große Fluss da sieht. Überflutetes Gebiet, aber da ist was anderes und da komme ich überall nicht dran. Hier ist Plato, hier ist die Bekannte. Der große Fluss da sieht so. Wie nie ab. Die sehen viel lustiger aus als der dicke Wels an der Bachschleuse. Die sehen viel. Okay. Aber. Radioantenne. Ich weiß echt nicht. Schon wieder. Nicht, wo es weitergeht.
Ja, da gehen wir jenseits des Baches. Hier ist das Postfahrer. Nee. Hier ist Schnee. Hier sind Pilze. Mit denen können wir aber auch nichts anfangen. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch... Okay. Weg jenseits des Baches. Zerstörte Radiostation. Die duftenden Beeren. Der Stiefel. Ich kann mir nochmal... Ist der aber... Wer die... Okay, das ist auch... Das ist doch echt nicht wahr. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und das hilft ja auch nicht wirklich hier. Jerry, laut Tradition, deine Mann, so, ich bin, doch es, also, ganze, so, ich warte. Ja, ich kann doch aber jetzt nicht schon wieder hier ins Rathaus gehen und mit dem quatschen. Das, Wipfelfest, Baumlaufer, ne. Ich mach mich da viel. Dann quatschen wir nochmal mit dem. Na, weit bitte. Ich habe... Okay, können wir mit dem reden? Du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Du bist ein wahrer Baumläufer. Uhu, uhu. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Eine sehr beunruhigende Situation. Und hier? Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Okay, das klappt auch nicht. So ein blöder Mist. Ich weiß einfach nicht, was man noch machen kann hier. Wir sprechen noch mit Anja. Sekunde. Wir müssen doch... Willkommen zurück. Können wir ihr das... Fässchen geben? Ich behalte besser davon... Okay. Nein, den behalte ich. Nein, den... Okay, den Behälter. Ich weiß es nicht. Was soll man... Können wir hier diese Werbung geben? Ach. Okay. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Lato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Gut, Das hatte ich vergessen, dass wir noch eine für den Humbert eine kleine Aufgabe finden müssen. Wir können ja noch mal ein bisschen Kaffee mitnehmen, oder? Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Wir könnten natürlich auch noch mal probieren, wie war da noch dieser Käse, dass wir uns ein Stück Käse mitnehmen. Das hat doch mal geklappt. Okay, wir haben ein Stück Käse, oder wie? Würziges, aber hartes Stück Käse. Riecht käsig. Riecht käsig. So, und da ich jetzt wirklich wieder nicht weiter weiß und ich euch nicht noch weiter langweilen möchte... probiere ich nur so ein bisschen rum und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Night of the Rabbit. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.